Herzlich willkommen zur Folge 50 von City Skylines. Zumindest wenn ich richtig gezählt habe. Folge 50 bedeutet auch, dass wir heute unsere letzte Folge hier haben. Ich habe es ja schon angekündigt gehabt. Letztendlich ist so ein bisschen die Luft raus. Es wird einfach nur noch zugepflastert. Straßen gebaut, Wasser drunter. Gebäude zuweisen oder Flächen zuweisen, wie wir es jetzt hier nochmal eben machen. Um dann zu sehen, wie alles zugebaut wird. Und weiter geht's. Irgendwann hat man sich ein bisschen satt gespielt, sag ich ganz ehrlich. Das Spiel macht Spaß, keine Frage. Macht immer wieder Spaß. Und nur man muss auch mal schauen, was Neues gibt rund um Cities. Beziehungsweise als Alternative oder wie auch immer. Und deswegen wird das heute die letzte Folge sein, in der wir nochmal ein bisschen Landwirtschaft uns hier hochziehen und dann mal noch ein bisschen durch die Gegend gucken, was wir so geschaffen haben. 50 Folgen, das ist ja schon, wenn man sagt 20 Minuten, ein paar Stunden Spielzeit, die wir hier mit unserer neuen Stadt verbracht haben, die nie einen Namen bekommen hat, außer Springwood, den ursprünglichen Namen. Wir haben viel gequatscht, beziehungsweise ich, viel dumm Zeug gequatscht. Schön, dass ihr das alles so ertragen habt. Oder einfach vielleicht den Ton ausgemacht und geguckt. Ich weiß es nicht. Ja, Cities. Was ist Cities? Cities ist ein, meiner Meinung nach, ziemlich gut balanciertes Aufbauspiel. Wie man es kennt, wie man es aus den Urvätern kennt, SimCity. Und irgendwann sind sie auf den Zug aufgesprungen, wie auch immer, oder haben die Gelegenheit, die Lücke genutzt, die das aktuelle SimCity hinterlassen hat. Und hat vieles richtig gemacht, nicht alles, aber vieles. Und vieles besser gemacht, sprich auch das gehalten, was es versprochen hat, nämlich eine Simulation zu sein. Und ich denke, das spiegelt sich auch an den Spielerzahlen wieder, an den Interessen wieder, die dem Spiel entgegengebracht werden. Und das vollkommen zu Recht, meiner Meinung nach. Auch wenn es im letzten Gang, huch, ist hier voll, wenn man die Gebiete hochgezogen hat, relativ schnell zu einem Mikromanagement nicht verkommt, aber abgleitet, abdriftet, wie auch immer, was halt mit dem Straßenbau zu tun hat. Ich denke mal, das ist auch aber dem geschuldet, wo die Entwickler halt herkommen. Das sind ja diese Streets of Dingsbums. Ne, wie heißen jetzt eigentlich die? Ich komme gar nicht drauf. Die anderen Spiele von den Machern hier von Paradox. Cities in Motion. Cities in Motion heißt es, glaube ich, ne? Quasi, wo es eigentlich darum geht, eher Straßeninfrastruktur aufzubauen und sich darum zu kümmern, Nahverkehr und sowas. Und wenn man dann darüber eine gute Städtebausimulation legt, mit richtig entsprechend einer richtigen Simulation, wenn ich jetzt nämlich hier Pause auf diese Person hier klicke, das ist Willow Walker, der hier durch die Gegend rennt. Das ist ein gebildeter Jugendlicher, wohnt in der EV-Resistenz. Da können wir jetzt mal eben hinspringen, nämlich hier. Das ist seine Wohnung und dort geht er immer wieder hin. Und das ist seine Oberschule, dort geht er immer wieder hin zur Schule, solange bis er halt erwachsen ist. Und genauso ist das mit den anderen Bürgern hier, mit den insgesamt 127.568. Gerade ist es hochgegangen. Das heißt, jeder hat seinen Arbeitsplatz, jeder hat seinen Wohnort, an den er aber täglich hingeht, zurückkehrt und so weiter und so fort. Und nicht von wegen, ich nehme das Erstbeste. Das in Kombination mit der Straßensimulation macht's halt aus, dieses Spiel. Langzeitmotivation. Wie gesagt, wir sind hier in Folge 50. 50 mal durchschnittlich 20 Minuten. Kopfrechnen schwach. Das sind schon mal ein paar Stunden, die man hier so verbracht hat. Und den Leuten zugesehen hat, wie sie immer weiter die Gebiete erobern quasi und besiedeln und im Stau stehen und Gebäude abbrennen, Gebäude wieder aufgebaut werden, aufgewertet werden. Parks entstehen und so weiter. Das ist City Skylines. Wir haben das Europa-Szenario gespielt. Spielen das im Moment noch.
was in einer kostenlosen Quasi-Erweiterung uns komplett neue Gebäudetypen gebracht hat. Einfach mal so. Für lau. Einen Park suche ich. Dann nehmen wir unseren Standardpark. Ja, hat dann dazu geführt, dass ich das dann halt nochmal angefangen habe für mich selber. Beziehungsweise für euch hier im Let's Play. Vorher hatte ich das normale Szenario für mich gespielt. Privat. Und genauso wird es, denke ich, auch mal wieder sein. Wir werden in Kürze ein DLC haben für hier Tag-Nacht-Wechsel. Ich weiß nicht, ob sie das aus der Mod übernommen haben, die jemand gemacht hatte. Die gab es ja. Wie gut die verbessert wird, weiß ich nicht. Ich habe es noch nicht genau gesehen. Ich habe es nur irgendwo gelesen gehabt. Sprich dynamischen Tag-Nacht-Wechsel. Das heißt, wir werden Nachtgeschichten reinbekommen. Und dann gibt es einen kostenpflichtigen Download-Inhalt, wo, so wenn ich es richtig gelesen habe, dann entsprechend Nachtaktivitäten stattfinden. Das heißt, man kann Vergnügungszentren aufbauen. Amüsiermeilen und so weiter und so fort, wo dann abends richtig was los ist oder an den Wochenenden, wie das angeartet wird, ich denke mal jeden Abend. Und dementsprechend wird sich die Verkehrslage auch ein bisschen verschieben. Tagsüber ist da Flaute, aber nachts und abends ist da mega was los. Das könnte noch recht interessant werden, sowas dann in eine bestehende Stadt einzupacken, aber ich denke mal, wenn man so einen großen Update hat, sollte man vielleicht dann neu anfangen, weil wenn ich mir angucke, so über unsere Hügellandschaft, da hinten unser Industriegebiet, hinten links, dort so ein Industriegebiet nach vorne raus gemischt, am Fluss entlang unsere Wohngebiete hier hinter, man sieht sie jetzt nicht, die mediterrane Strecke, sag ich mal, so wie sie hier auch links ist, mit den kleinen weißen hutzligen Gebäuden, hier diese typische europäische Geschichte, was heißt typisch europäisch, also wie die von Paradox sich das vorgestellt haben oder auch gesehen haben. Mit den Dicht-an-Dicht-Häusern, Backsteingebäude, hat halt seinen eigenen Charme. Wie ist dies? Don Pernu? Na, auch noch nicht gesehen gehabt, was ist das? Sports steht dran, ist aber ein Heimwerkermarkt. Auch schön. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir schauen uns noch so ein bisschen die Stadt an. Wie sie denn entstanden ist, wie sie denn jetzt aussieht. Da hinten haben wir jetzt noch die Gewerbegeschichte, die ich jetzt fälschlicherweise nicht zugewiesen habe. Da muss ich einmal umswitchen. Das wird nämlich Agrarindustrie. So. Dann müsst ihr halt eben weichen und das wird Landwirtschaft. Weil das müsste nämlich, ne, wenn man hier nach Bodenressourcen geht, nämlich genau passend für Landwirtschaft sein. Dann brauchen wir keine Schwerindustrie oder so. Geh weg. So. Wo war ich? Ich hab's vergessen. Laber. Ja, Cities. Was ist Cities? Was war Cities? Was ist Cities? Was wird Cities immer bleiben? Eine lustige, spaßige Städtesimulation, die davon lebt, dass sie funktioniert und keine Mega-Grafik bietet, aber auch wenig Einschränkungen und Begrenzungen in dem, was man machen möchte. Finde ich zumindest. Mag jemand anders sehen, mein Gott. Meinungen sind da, um die zu vertreten und unterschiedliche zu haben. Hier sieht man noch Forstindustrie, hier sieht man Standardindustrie, da sieht man schön die unterschiedlichen Grafik, Stile, sag ich mal, hier das schmutzig-grau-braune. Schmutzige Gebiete werden ja hier so violett angezeigt, kann man mit einer Mod auch ändern, naja. Holzindustrie macht es ein bisschen sauberer, da ist nicht so viel Dreck, ich kann mal eben auf die Verschmutzungskarte. Da sieht man es ganz eindeutig, also hier ist alles zugeschissen. Wortwörtlich. Und Holzindustrie macht keinen Dreck. Aber wir brauchen ja auch mal ein bisschen Abwechslung, beziehungsweise könnte natürlich eine reine Holzindustrie aufbauen. Ich weiß nicht, ob sie damit zufrieden sind. Hier haben wir ein Problem, dass die Leute nicht abtransportiert werden. Das heißt, wir werden uns mal eben hier noch ein Krematorium hinsetzen. Ja, und ich bin gleich belegt. Ach so, das ist hier das, ja. Wir machen das so. Reißen daneben das Gebäude ab.
Dann können sie ihre Verstorbenen transportieren. Da fahren sie auch schon raus, die Leichenwagen. Hier knubbelt es sich. Achso, wir hatten vor ein paar Folgen hier dann noch eine Nebenabfahrt gemacht. Und wie man sieht, hier der Stau ist weg. Es knubbelt sich nicht hier in der Mitte durch. Einfach, sie fahren hier vorne rum. Das passt. Und Busdepot sind 5 unterwegs. Wir haben kürzlich erst noch Touristenattraktionen hochgezogen, die ich mir mal eben suche. Einmal hier das Mega-Kaufhaus. Da sind ja schon mehr als 30 und 4 Touristen. Und dann hier unten hatten wir noch ein Kino und auch noch ein Einkaufszentrum. 29 Besucher, 5 Touristen, das ist nicht die Menge. 16 zu 2. Und hier in dem Bereich, da haben wir eine U-Bahn-Station mit mittlerweile 817. Das Ding könnte man hier wegziehen, indem man hier eine kleine Stichstraße baut. Beziehungsweise das versucht. Moment, du kommst hier hin. Und die dann hier einfach umzieht an die in die Nähe der Autobahn. Da verschmutzt er da oben alles. So. Dann müsste dieser Bereich wieder sauber werden. Das geht ja nach und nach wieder zurück. Und jetzt braucht ihr noch ein bisschen Wasser. Das ist natürlich toll. Ziehen wir mal hier rum. Dann können wir hier nochmal ein bisschen Gewerbe setzen. Gewerbe setzen. Nicht Gewerbe, Büros. Da kann ja die Luft ein bisschen schlecht sein. Dann machen wir hier auch nochmal ein paar Büros hin. Diese hier hochziehen können. So, da fahren die Müllwagen. Perfekt. Und wie gesagt, dieser Bereich wird dann sauber wieder werden. Nach und nach war ja die, ja, die eine Müllverbrennungsanlage war ja sinnigerweise abgebrannt. Hier staut sich es jetzt wieder ein bisschen auf. Die Ampel müsste aus sein hier. Doch, da gibt es noch Ampeln. Beide raus. Jetzt nicht mehr. Die nehmen wir auch mal weg, weil es sich dann doch ein bisschen mehr geworden ist. Hier haben wir die Straße. Achso, wir hatten die aufgewertet auf eine 6-spurige. Das heißt, hier wird es dann ein bisschen eng. Dann ziehen wir die bis zur Kreuzung da hinten auch mal auf 6-spurig auf. Weil wir es müssen. Aufwerten. Bis dort, bis zur Kreuzung. Da hinten wird es dann eventuell weniger mit Verkehr. Und da machen wir hier die Ampel mal weg. Und dann wollen wir mal hoffen, dass das hier ein bisschen flüssiger läuft. Warum es da eng wird, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ist mir jetzt auch relativ. So, da steht ein neues Gebäude. Ein Bürogebäude ist das. Spitzenbanking. Ja, toll. Man macht mal Spitzengeschäfte. Unsere U-Bahn-Station wird immer besser genutzt, hoffe ich mal. 600 Passagiere sind es schon wieder. Ja, Mikromanagement. Das ist auch City Skylines. Man zieht einen riesen Komplex hoch, im Sinne von, oder Bereich hoch. Setzt die entsprechenden Gebiete und muss sich dann darum kümmern, dass der Verkehr halt nicht zusammenbricht, damit die halt zufrieden sind. Wie man hier sieht, da sind sie bald nicht mehr zufrieden. Was hier abfährt, steht da im Stau. Nun gut. Da hat es gebrannt. Das können wir auch wieder abreißen. Wo ist es? Da. Da gibt es auch eine Mod für Auto entfernen. Bin ich aber nicht so ein Freund von, weil dann sieht man gar nicht, ob irgendwo Probleme entstehen. Und das heißt, es könnten ganze Straßenzüge abbrennen. Die würden dann automatisch entfernt. Es würden neue gebaut, die würden wieder abbrennen, die würden wieder automatisch entfernt. Ist nicht unbedingt zielführend, finde ich. Auch wenn ich, ich sagte es ja schon, nicht so ganz immer eruieren kann, warum denn die Gebäude wirklich abbrennen. Weil ausreichend Feuerwehr haben wir ja. Die stehen bloß dann wahrscheinlich irgendwo im Stau wiederum, der neu entstanden ist. Der ist leer. Ist der leer? Nein, der ist noch am leeren. Dann lassen wir den mal wieder befüllen. Weil wenn Platz ist, dann können sie es ja gerne. Wir hatten irgendwo in der Altstadt noch einen zweiten. Da muss ich mich mal eben orientieren. Altstadt. Wir sind hier gestartet. Dort ist er. Tausend sind drauf. 3000 passt. Alles gut.
So, was ist das? Das müssten Bürogebäude sein. Modisches Modegeschäft, ja, schön. Ach, das ist Handel, alles klar. Ist mir so auch noch nicht aufgefallen, diese Gebäudeart. Ziemlich futuristisch, finde ich die. Naja. Europa ist ja nicht alt, nur, ne? Sag mal so, in Amerika heißt es immer, wenn sich die europäischen Städte, das sind alles kleine Häuser, hier im Schwarzwaldstil. Da rennen die Deutschen immer mit Lederhosen rum, aber wir spielen ja nicht Deutschland, wir spielen ja Europa. Von daher ist das halt auch verschiedenartig gestaltet hier mit den Gebäuden. Da haben wir die Feuerwehr gerade eben gehört. Ich schaue mal hier so ein bisschen noch durch, was es hier so gegeben hat. Vielleicht entdecken wir ja noch das ein oder andere. Hier haben wir ein großes Krankenhaus, ist auch leer, verstehe ich auch nicht. Ich habe in den großen Krankenhäusern nie Patienten gesehen. Das wundert mich ein wenig. Dort steht die Polizei. Sehr schön. Hier haben wir ein paar neumoderne Gebäude, oben mit Solar dran. Franklin Residenz. Mein Gott, ich habe es heute mit dem Labern. Franklin Residenz. So, die sind auch eigentlich relativ kurz vorm Upgrade. Was heißt Upgrade? 20% von der letzten Stufe. Erhöhen sie den Bodenrichtwert. Das heißt, wir müssen irgendwie so einen Park nochmal hinsetzen. Dafür müssen die Nachbarn weichen. Ja, mein Gott, die wollten einen Park haben. Es tut mir leid. So, vielleicht hilft das ja. Ich weiß es nicht. Das ist also auch ein Faktor, der so ein bisschen fehlt, wenn man jetzt auf das Gebäude drauf geht. Eventuell eine Statistik, wie jetzt die Freizeit, das Freizeitangebot ist. Beziehungsweise wie der Bodenrichtwert sich überhaupt zusammensetzt. Sprich prozentual Freizeit, Unterhaltung, Dienstleistungen und so weiter und so fort. Das kann ich halt hier einfach nicht dran sehen. Hm? Jetzt steigt er gerade gut. Ich habe einen Park daneben gebaut. Schlussfolgerung für mich hilft. Aber ob ich jetzt mit Gewerbe da vielleicht besser hinkommen würde, Handel oder so, das bleibt im Dunkeln. Da muss man halt ein bisschen probieren. Was haben wir hier für Gebäude? Da hinten das flache. Einkaufszentrum. Schön. Also wie gesagt, da können sie noch ganz gerne ein bisschen mehr unter der Haube schrauben, basteln, machen, tun. Wer es denn möchte, kann sich in diesen Statistiken dann vergraben und seine Stadt perfekt optimieren. Wobei ich glaube, eine perfekte wird es hier nie geben. Da müsste man quasi immer so, sag ich mal, 2, 3 Wohnhäuser, dann sofort Handel daneben, Gewerbe daneben und Büros daneben. Aber alles beeinflusst sich immer irgendwie auch positiv als auch negativ. Von daher zum Beispiel hier hinten, wir müssen irgendwo unseren Müll loswerden. Wenn ich jetzt zum Beispiel hingehen würde und sage mir eine ganze komplette Kachel voll mit Müllverbrennungsanlagen, ist zwar dann relativ weit weg von den Wohngebäuden, sprich Verschmutzung, aber die LKW brauchen so ewig lange bis nach hinten, bis sie hier mal durchgewuselt sind, dass bis dahin die Bürger im Müll ersticken. Also ist das auch nicht zielführend. Wir sind ja irgendwann mal angefangen und haben die Müllverbrennungsanlagen ein bisschen strategischer verteilt. Hier ist ein Komplex, den haben wir jetzt letztens noch versetzt. Hier ist ein kleiner Komplex, da ist ein Komplex, sodass der Müll halt von den Siedlungen so direkt rausgebracht wird und die Fahrtwege nicht allzu lang sind. Man sagt nur unser Turihafen, 114 haben wir gerade nur, das ist ein bisschen wenig. Ich sehe auch im Moment gar kein Schiff, was da hier ankommt. Da ist ein Frachtschiff. Nun gut. Und dann suchen wir uns mal hier einen schönen Ausblick über unsere Stadt. Na, so ganz schön ist ja hier nicht. Denn wir sind am Ende dieser Folge. Und ich sage mal, mit dem Blick auf freie Zimmer von Krüger. Vielen Dank fürs Zuschauen für diese 50 Folgen Cities Skylines. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Unterhaltung gehabt, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt, ein paar Anregungen gehabt. Und ich
bedanke mich bei euch und wir sehen uns definitiv mit Sicherheit irgendwann wieder, wenn die DLCs kommen, bei einer neuen Staffel Cities Skylines. Vielen Dank, bis dann, ciao.